Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zelda Majora's Mask. Wir warten gerade ab, um ein paar Aliens zu besiegen. Tatsächlich wollen wir jetzt endlich mal Aliens besiegen und warten deswegen auf Romani, die hier in so ein paar Stündchen, in so einer Stunde erscheinen sollte. Allerdings werden hier dann auch so Aliens erscheinen. Das wird nicht so toll werden, aber wir schaffen das. Ich glaube an uns, dass wir das durchaus durchziehen. Und das ist, glaube ich, übelst schwer gewesen, soweit ich das noch weiß. Weil ich habe wirklich so was im Kopf, dass es kacke war. Ja, also gute Tipps sind Hasenohren aufsetzen. Ich soll mich auf die Kiste da vorne stellen. Hinter dem Haus schleicht sich noch einer an und von der anderen Seite. Und wenn ich Pfeile brauche, sind die irgendwie ein bisschen. Und das geht bis um 5 Uhr morgens. Okay, es ist 1 Uhr. Wo bleibt die Alte? Es geht gleich los einfach. Ich habe jetzt schon Panik. Ich finde es nämlich nicht so geil, wenn irgendwie Leuten das Gehirn rausgezogen wird von irgendwelchen Aliens. Ich würde nicht mal sagen, dass es das nicht passieren könnte. Okay. Ich mache schon mal die Zeit langsamer. Es dauert zwar dann länger, aber es soll irgendwie einfacher sein. Ja. Angst. Große Angst. Es blinkt so komisch, die 1 gerade, als wenn da gleich was passieren würde. Ah, das ist ja eine Scheune. Also jetzt warten wir halt einfach nur auf die Tussi. Es geht los. Okay, wir reden mal mit ihr. Alter, ich habe so Panik. Ich hoffe, dass die auch was abballert, dass es so ist wie bei. Nicht mehr, wo war das bei Stardew Valley? Da wo dann praktisch die Abigail mit rumgeballert hat, als man sich so schützen musste. Ich hoffe es wirklich sehr. Ich habe auch nur 30 Pfeile, also wir müssen uns mal bestimmt irgendwann welche holen. Ich habe auch keine Ahnung, wie viele Geister da jetzt kommen werden. Aber ich glaube, die kamen dann immer näher an die Farm ran. Wir gehen rein. Bald ist es soweit. Du kümmerst dich um den Außenbereich, Graushüpfer. Behalte die Karte im Auge, sofern du eine hast. Was auch immer geschieht, sie dürfen nicht in die Scheune gelangen. Sie nähern sich der Scheune auch von hinten, also sehr vorsichtig. Sollten dir die Pfeile ausgehen, kann sie es in den Kisten nach die nahe der Scheune herumstehen. Alter. Okay. Darf ich vielleicht raus? Okay, wir sollen uns ja hier auf die Kiste am besten stellen. Und jetzt soll ich irgendwas mit Pfeilen treffen. Na toll. Das wird. Die Kühe werden sterben. Vermutlich um 5 geht's los. Ich habe keine Ahnung, ich habe panische Angst. Ich zittere. Ich zittere sehr stark. Es geht los, ich habe panische Angst. Nein, 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 ich will das nicht, ich will das nicht, ich will das nicht, ich will das nicht, ich will das nicht. Oh Gott, wie viele fucking Viecher sind das? Ich will das nicht. Oh Gott, und ich muss jetzt irgendwas treffen. Okay, einen habe ich mal da vorne. Warte, da kommt einer von hinten, da kommt einer von hinten. Alter, voll creepy. So, jetzt stelle ich mich wieder auf die Kiste. Warte, von da kommt einer. Also, die sind jetzt nicht so schnell, aber halt zu schnell für mich halt wieder. Also, die sehen so aus wie so tote Pharaos. Alter, von hinten kommt wieder einer. Ich hab so Panik.
hinten, die sind nicht cool. Da muss ich die vorderen mal alle abschießen. Und vor allem, das ganze Scheiße geht jetzt voll lang. Okay, und der hintere ist wieder da und da vorne kommt auch wieder einer. Da hinten ist wieder einer. Ah, oh, das ist so creepy. Wer hat sich das ausgedacht? Oh, der hintere ist halt auch kacke, aber ich muss jetzt erstmal die vorderen hier alle ein bisschen mal beseitigen. Nach da. Alter, ich muss das halt alles hier im Blick haben. Das ist halt echt ein bisschen anstrengend. Ich muss den hinteren langsam machen. Ein bisschen höher. Okay, der ist auch schon mal down. Ich weiß gar nicht, ob ich die dann einfach mit dem Schwert abbüllern könnte. Der wieder. Ich werde mir jetzt mal ganz kurz Pfeile holen, nachdem ich die Vorderen da kurz muss. Alter, sind die anderen schon wieder da? Alter, von da hinten, der nervt halt richtig. Warte, da, von da kommt irgendwie einer. Ich muss halt wirklich irgendwie Pfeile langsam finden. Okay, ich gehe jetzt mal ganz kurz irgendwie. Ich meinte doch irgendwie in der Scheune sind so Dinge, aber wo sind denn die? Warte mal, ich hole mal jetzt ganz kurz von da hinten Pfeile. Das sollte möglich sein. Das muss ungefähr bei den Idioten da sein. Alter, Pfeile. Komm, ein paar mehr. Okay, jetzt. Dann kann ich gleich mal den hier kaputt machen. Ach, die kommen dann sofort in denselben Orten wieder. Na toll, ich mach mal kurz wieder den Hinternhaus. Der Hinternhaus ist der nervigste. Bei alle anderen hast du irgendwie noch so von vorne, aber der Hinternhaus musst du immer so rumlaufen. So, den haben wir kurz resettet. Alter, wir haben aber fast. Wir haben nicht mehr so viel. Also von der Zeit her. Werden die schneller? Und der da hinten auch. Und der hier auch. Ich habe keinen Run. Okay, von der anderen Seite kommen sie wieder. Okay, ich mach mal erstmal den vorderen hier. Den hinteren Haus muss ich gleich mal wieder machen. Ich zitter halt gerade, das ist nicht so cool. Okay, es ist 4 noch. Eine Stunde, Leute. Eine Stunde noch. Eine Stunde noch. Ja, aber an das da kann ich mich gerade richtig gut erinnern. Und ich glaube, man sollte sich als Kind nicht dann an sowas erinnern können. Sondern irgendwas Cooles von dem ganzen Spiel. Nicht an sowas hier, an sowas Creepyhaftes. Okay. Kurz wieder da zurückrennen. Okay, es wird langsam hell. Es wird langsam hell. Wir haben noch eine Dreiviertelstunde, wo wir aushalten müssen. Okay. Wir stellen uns wieder da drauf. Also hier hinter dem Haus ist immer richtig nervig, den immer zu beobachten. Okay. Ja, wir gehen nochmal schnell hinter das Haus. Und dann machen wir den vorne. Also ich glaube, wenn das jetzt in normaler Geschwindigkeit wäre, wäre es echt kacke. Weil die dann, zwar ist die Zeit schnell vorbei, aber trotzdem hast du dann halt auch voll den Stress. Okay. Mal da. Okay, noch eine halbe Stunde, Leute. Die Pfeile sollten vorerst ausreichen, wenn ich mich nicht weiter so blöd anstelle. Ich muss dann gleich wieder hinter das Haus. Jetzt mal die hier killen. Ich fahre dann immer hinter das Haus. Okay, es wird langsam.
Okay. Eine Viertelstunde. 15 Pfeile. Es ist doch schon richtig hell einfach. Kann es nicht langsam reichen. Vor allem, dass die halt immer gleich neu spawnen, dass man nicht irgendwie so kurze Verschnaufpause hat, sondern dafür immer schauen, dass man die praktisch zum Anfang wieder zurücksetzt. Den hier hinten halt besonders. Ich hole mal kurz die Pfeile, vorsichtshalber. Ich weiß jetzt noch schnell zum Endspurt kommen sollte. Aber das sieht eigentlich richtig gut aus. Ich denke, es sieht richtig gut aus. Ja, es sollte nicht um 5 Uhr der ganze Spuk vorbei sein. Hat die Alte das nicht gesagt? So. Da hinten. Man muss halt eigentlich immer nur die hinteren Haus so richtig heftig. Wir haben's. Wir haben's geschafft. Wir haben's geschafft. Wir haben es geschafft. Wir haben es besiegt. Alter, du bist in der Scheune drin gehockt und hast gewartet, gefressen zu werden, Bitch. Ich danke dir. Danke für deine Hilfe. Dank deiner Hilfe wurden die Kühe gerettet. Nimm dies, diese kleine Aufmerksamkeit an. Wenn du trinkst, vergiss nicht, eine Hand in die Hüfte zu stemmen, okay? Neue Flasche, du hast eine Milchflasche, Alter. Wir haben bestimmt auch wertvoll Kalzium. 5 meiner Herzen werden aufgefüllt. Okay, cool. Nice, ich habe echt eine Flasche dazu bekommen. Ich habe 3 Flaschen. Meine Schwester wird gleich aufstehen. Ich muss rasch zurück auf mein Zimmer. Bis später. Kleiner Held, du hast dem Bauermädchen geholfen und die Kühe gerettet. Das wurde im Notizbuch vermerkt. Nice, so. Okay, und zwar, es gibt tatsächlich einfach noch eine Mission, was wir hier erledigen müssen. Und zwar muss man irgendwie der Krimia helfen. Die Krimia braucht auch um 18 Uhr des zweiten Tages, also heute, braucht die Hilfe. Wir warten jetzt auch mal ganz kurz, dass die Zeit rumgeht, dass es gleich früh ist. Und zwar will die zu diesen Gorman-Brüder. Nee, die wollen das Geschäft kaputt machen. Und deswegen müssen wir mit dem Bogen die beiden Räuber abhalten. Okay, cool. Nice. Warten wir mal kurz, dass die Zeit hier um ist. Alter, das war jetzt aber schon ein bisschen spannend, würde ich fast sagen, was da jetzt ablief. Puh. Okay, ja, das sollten wir hinkriegen, glaube ich. Ich glaube, wir kriegen das hin. Okay, jetzt gleich wird's hell, weil das Bild sich so zusammentut. Aber ja, jetzt haben wir eine Runde Geister beschossen. Ich finde, das war schon ein sehr erfolgreicher Tag. Ja, wir haben heute aber noch ein bisschen was vor. Beim Stream haben wir ein bisschen was vor. Vielleicht hat auch die Hasenmaske uns so gerettet. Das kann natürlich auch sein. Und irgendwas muss es hier gelegen haben. Okay. Wir kriegen das hin, Leute. So, das gleiche ist der nächste Tag, der zweite Tag. Dann suchen wir gleich Krimia. Krimia hört sich halt so cremig an. Sie cremt sich bestimmt immer gut ein mit Milch. So, dann würde ich einfach mal sagen, wir jumpen mal ganz kurz.
Alter, der Mond ist hier halt auch krass, gell? Der ist richtig krass hier, ja, zur Nacht des zweiten Tages. Okay, nice. Nacht des zweiten Tages. Ja, wir haben noch 36 Stunden, um die Welt zu retten. Yay. Ist ihr alle da? Krimia, du Cremige. Da ist Manias Haus. Aber wo ist Krimia? Hallo. Ja, wo ist sie? Ist sie da? Da ist sie schon mal nicht. Alter, wir müssen sie schnell finden. Nee, da ist sie schon mal nicht. Alter, wo kann man denn stecken, wenn man Krimia heißt? Da kann man stecken. Hallo Krimia. Oh, guten Abend. Ich fahre jetzt in die Stadt, um eine Lieferung zu machen. Möchtest du mitfahren? Ja. Okay. Oh, das freut mich. Ich fühle mich heute irgendwie sehr einsam. Daher freue ich mich über jede Gesellschaft. Also auch über meine. Aber wir machen an dieser Stelle einen kurzen Cut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.